dieses komische Bauchgefühl. Oh, fuck. Ich hab grad so gehört, Digga. Und das ist aber auch so ein Ding, Leute. Das könnte zu easy einfach der Jäger sein. Welcome back! Ich bin auf eine dumme Idee gekommen. Ich habe mich inspirieren lassen von einem YouTube-Format. Das Format heißt auf jeden Fall 7V is Wild, wo es um Survival, Morival geht. Und ich habe mir gedacht, irgendwie habe ich Bock auf das Ganze, aber alles in Richtung wirklich amateurhaft. Das heißt, ich mache auch heute das Selbstexperiment dazu, aber nur mit Gegenständen, die ich hier bei mir zu Hause finde. Let's go. So, bin im Auto, jetzt geht's ab zur Location. Survival startet für mich, sobald ich aus dem Auto raus bin, rein in den Wald. Ein kleines Problem habe ich, Leute. Das Ganze ist ja nicht so erlaubt. Ich denke mir halt die ganze Zeit so, was ist, wenn mich jemand hops nimmt, Digga, Alter. Je näher ich komme, desto größer wird dieses komische Bauchgefühl. In einem Wald voller dunkler Geheimnisse wagte sich ein junger Mann, ihn zu durchqueren. So, falls ihr mir nicht glaubt, ich mein's echt ernst. Hier sind schon die ersten Kühe, die ja. Ja, moin. Kurz zur wichtigsten Frage: Welche Gegenstände habe ich überhaupt mitgenommen? Das seht ihr jetzt. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt da. Ich habe jetzt hier geparkt. Ich darf da halt safe nicht übernachten. Es ist cool, es ist jetzt schon ziemlich kühl. Es ist halt Wald, das ist logisch. Hier ist es generell kühler. Das Erste ist es, dass man irgendwo vielleicht einen Fluss findet, so, dass man sich einfach dahin ballert. Auf jeden Fall mein Handy ist auf Flugmodus. Das bleibt auch auf Flugmodus, bis dass ich hier wieder raus bin. Was man hier halt essen kann und so. Ja, absolut keine Ahnung, Digga. Ich werde wahrscheinlich 24 Stunden hungern, Digga. So. Also das ist auf jeden Fall der Plan. Dann schauen wir mal für eine bessere Location, wo wir pennen können. So. Was halt auch interessant wird, was macht der Bauer oder der Jäger, oder keine Ahnung, wenn er mein Auto unten sieht. Was wird sich da denken? Klar, da ist noch jemand drinnen. So Leute, ich habe mich komplett, also vorhin komplett getäuscht, weil da hinten ist einfach ein fucking Fluss, Digga. Also kein Fluss, Digga, ein fetter Bach. Ich werde mich da auch hinballern, so, weil das Wichtigste, was man als erstes machen muss oder sollte, wenn man auf so einem Survival ist, Wasser suchen. Wasser, Wasser, Wasser. Das ist aber auch so ein Ding, Leute. Ich werde einfach gerade ein Auto vorbei, Digga. Das könnte zu easy einfach der Jäger sein. Ich glaube nicht, dass die hier irgendwie den ganzen Wald durchsuchen, Digga. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe da einfach eine Sexhülle gefunden, Digga. Schaut euch das an. Mich interessiert es, Digga. Darf man da drin pennen oder? Oder wie schaut es da aus eigentlich so? Hat da jemand eine Ahnung? Verpiss dich, Digga, lass das. Das ist nass, ey. Komm mal hin. Schaut auf jeden Fall danach aus. Würde diese Sexhülle benutzt werden. Ich werde aber jetzt trotzdem nicht reingehen oder sonst irgendwas. Hier wieder der nächste Hubschrauber. Wir fahren irgendwie. Oh, fuck. Digga, jetzt hat es mich geschrien. Ich habe mir gehört. Ich habe gerade so gehört, Digga. Jetzt habe ich gedacht, fuck, Wildschwein, Digga. Oh mein Gott. Habe ich mich gerade erschreckt, Digga. Oh mein Gott. So Leute, ich hoffe, mich sieht man gut, weil meine Kamera hat das hops genommen. Sie ist mir runtergeflogen und jetzt ist der ganze Bildschirm im Arsch, Digga.
Leute, gebt euch diesen View. Dieser View macht die kaputte Kamera wieder wett. Laudachsee. Ich muss mich jetzt kurz mal hinsetzen. Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich weiter vorgehe. Dieser Laudachsee, der ist auf jeden Fall interessant. Weil einfach so ein bisschen See, dies, das, Ananas. Wir wollen aber nicht wandern. Wir wollen sich eine Unterkunft bauen. Da brauche ich keinen See. Schau mal, ich muss ja mal kurz überlegen. Dann schauen wir mal weiter. Das heißt, hier war der Wanderweg und jetzt alles so. Bin ich jetzt hier raufgegangen. So. So, für alle Leute, die mir nicht glauben, dass ich am Arsch der Welt bin. Sieht selber. Kann mir eigentlich einer erklären, was das ist? Ob man das essen kann oder nicht? So, hier nochmal diese roten Beeren hier. Kann man die essen oder nicht? Bitte um Aufklärung. So, hier sind so viele Steine. Ich mache jetzt just for fun. Baue ich einfach hier jetzt einen Turm. Und dann geht's weiter. Bis unten brauche ich circa eine halbe Stunde, wenn es wirklich um Wasser geht. Wenn ich es nicht mehr aushalte. Fritz Meinecke würde jetzt sagen, bist du bescheuert? Ja, bin ich. So, kurzer Zwischenstand. Circa nicht mal ganz Kniehöhe. Circa auf Penishöhe. Ich habe hier jetzt solche Dinger hier gefunden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera gut sieht, aber ich glaube, das sind Safety-Dinger. Das sind Beeren. Mein Hals ist abnormal trocken. Ich werde mir aber die Himbeeren jetzt einsammeln, weil ich habe vorhin eine normale Flasche gefunden, also einfach am Boden liegend. Die habe ich mir mitgenommen, aber die schauen auch nicht alle so gut aus. Das heißt, die schauen nicht so wie im Supermarkt aus, Digga. Es gibt halt den einen oder anderen, die schauen besser aus, aber Digga, die sind hier irgendwo hinten. Und da jetzt rein, sich reinfuchsen, Digga, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock. Ich bin auf jeden Fall hier oben noch immer in den Bergen und sammle gerade Himbeeren. Und dann haue ich mich runter zum Wasser, mache das Lager und dann müsste das auf jeden Fall passen. Ich habe mir jetzt die Schuhe ausziehen müssen, weil es... ich sterbe wirklich, also von diesem ganzen Gehen. So, auch kleines Fazit. Meine Füße gehen schon auf. Ich habe nichts zum Trinken, ich habe nichts zum Essen, also ich muss wirklich Gas geben. So. Und meine Beine sind im Arsch, Digga. So. Fakt ist, ich habe mich gefickt so. Also Fazit ist halt, dass es aktuell kompletter Scheiß ist so. Also meine Füße tun aktuell abnormal weh so. Ich habe keinen Bock. Ich habe jetzt schon keinen Bock, Digga. Und ich stelle vor, Sam Forest Wild, Digga. Digga, die sind dort 7 Tage alt, Alter. Wie schauen deren Füße aus, so ganz ehrlich. Ja, schaut euch das an, wie ich hier runtergehe, Alter. Ich schwör's euch. Fritzi Gemeinecke, gib doch einen Tipp, Digga. Sag doch, was du gegen Füße machst, Digga, wenn sowas ist. Sag doch, Fußcreme, Alter. Hau doch einen Prozentcode raus, Fritz 10, Digga. Lass doch kaufen, ganz ehrlich. So, ich habe nur Arschcreme gesehen, für Fahrrad, aber keine Fußcreme. So. Schaut euch mal das an, Junge. Also ich weiß nicht, was Fritz Gemeinecke hier tun würde, aber ich glaube, der wird hier raustrinken. Schaut gut aus. Geil, Alter, so, was machen wir mal hier? Hätte ich das... Ah, nein! Nein, fuck my life, es passt nicht rein. Das heißt hier so, fuck, 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 fuck. Schon geil. Vor allem nach den 6 oder 7 Stunden, was ich jetzt unterwegs bin, tut sowas echt gut, Digga. Ich werde mir jetzt das hier drüber ziehen, weil sonst ficken mich die Mücken, Digga. Irgendwie schimpfe ich viel zu viel in diesem Video. Ich schwör's dir. Kein Plan, warum. So, ich sammle das jetzt einfach hier, tue alles hier jetzt einmal hin und dann, wenn ich hier genug gesammelt habe, dann tue ich hier auf jeden Fall alles dann rauf. Also das wird jetzt ein paar Minuten oder Stunden auf jeden Fall dauern. So schaut das Ganze aktuell aus.
Seite. So schaut das Ganze jetzt fertig aus. Hier drinnen werde ich die Nacht pennen. Gar keinen Bock drauf. So Leute, Lageupdate. Bin hier gerade im Shelter. Alles ist nass. Und ich kann absolut nicht pennen, Digga. Hier höre ich einfach den Fluss jetzt da drüben. Und mir kommt es einfach vor, als würde ich die ganze Zeit irgendwelche Tiere herumspazieren. Ja, so schaut das aus, wo ich penne, Digga. Erwartet, dass es so kalt ist. Original jede halbe Stunde irgendein Krampf. Da hinten sieht man die Sonne schon aufgehen. Wie geil ist das bitte? Hallo, ich bin's wieder. Ich hoffe, euch hat das Selbstexperiment gefallen. Mir ist es sehr schwer gefallen, vor allem in der Nacht. Ich habe nach dem ganzen extremen Respekt vor Fritz Meinecke und seinem Format gehabt. Lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen, ob ihr auch schon sowas gemacht habt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video bald wieder.